Die Kleinen begrüßen mich immer. Sie mag dich. Der Kreiselkompass hat nicht einwandfrei gearbeitet. Ich bringe ihn gerade in Ordnung. Was macht ihr beiden hier? Vespa? Was hast du auf meiner Farm zu suchen? Wir wollen uns das holen, was du uns schuldest. Für das Blut. Und dafür muss man sich von hinten ranschleichen? Das letzte Mal haben mich die Kinder mit Steinen beworfen. Wir sind hier alle ein bisschen angespannt. Vor ein paar Tagen sind unsere Keimlinge verschwunden. Skinny hat sie bewacht. Er sagte, Käfer hätten sie geholt. Unglaublich, nicht? Ich habe ihn fortgeschickt, damit er nachdenken kann. Wenn man seine eigenen Familien... Kannst du dir vorstellen, dass das Käfer gewesen sein sollen? Halt hier mal fest. Also wenn ich einen Käfer erwischen würde, der bei mir stiehlt, würde ich ihm die Flügel ausreißen. Und jedes einzelne Beinchen. Was ist mit dem anderen Passagier? Hast du was entdeckt? Ich habe die Geduld verloren, was Lügen angeht. So, die Drohne ist wieder wie neu. Sieh mal, was ich gefunden habe. Was ist das? Samenkörner. Wir sind uns so ähnlich, wir beide. Wir lassen uns garantiert nicht fertig machen von diesem Scheißleben. Aber bild dir bloß nicht ein, du könntest den Lauf der Dinge ändern. Ich habe Fähigkeiten. Die habe ich mir selbst beigebracht. Die Zitadelle liebt die Kontrolle. Wenn sie jeden reinlassen würden, dann hätten sie nicht genug Vorräte. Sie haben uns alles genommen. Ich muss die Samen entschlüsseln. Dann könnte ich sie fruchtbar machen. Wir müssten nie wieder hungern. Ich heiße Camellia. Vespa. Sie unterliegt nicht unserer Verantwortung. Sie ist von der Zitadelle. Sie wird uns dorthin bringen. Los geht's. Pilger, Vagabunden, Banditen. Überlegen Sie es sich gut, wem Sie vertrauen. Die Zitadelle wird kein Erbarmen haben. Das wird mich nicht aufhalten. Vespa, du könntest die Welt